Mobiltelefone sind untrennbar mit unserem Leben verbunden. Fast 7 Milliarden gibt es weltweit und es werden täglich mehr. Der Siegeszug der drahtlosen Kommunikation prägt unseren Lebensrhythmus. Ich halte es für einen riesigen Feldversuch, was derzeit mit der Bevölkerung gemacht wird. Sind Handystrahlen gefährlich? Wissenschaftler auf der ganzen Welt beschäftigen sich mit der Frage nach der gesundheitlichen Belastung für Erwachsene und Kinder. Der Streit zwischen den Wissenschaftlern ist eigentlich ein Glaubensstreit. Zwei Glaubensrichtungen prallen aufeinander, die Kritiker und die Befürworter der modernen Technologie. Es gibt sehr wenige Wissenschaftler heute, die unabhängig bleiben, die ernsthaft ein Interesse an der Wirklichkeit haben. Führende Wissenschaftler sollen Klarheit bringen. Ist die drahtlose Kommunikation unbedenklich oder eine lauernde Gefahr? Jeder fühlt sich betroffen, auch wenn das Risiko begrenzt ist, was seltene Tumoren angeht. Dieser Mann ist auf der Suche nach dem Risiko von Handystrahlung. Mit seinem Funkempfänger kann er die Welle nicht nur messen, sondern auch hörbar machen. Dieter Kugler ist baubiologischer Berater und Strahlenfahnder. Es gibt kaum einen Flecken Erde, auf dem er keine elektromagnetischen Wellen vorfindet. Kugler berät Menschen, die unter den Strahlen leiden. Seine Kunden klagen über Kopfschmerzen, Herzrasen, Tinnitus oder Schlafstörungen. Tausende Wohnungen hat Kugler schon ausgemessen, um sie vor übermäßiger Strahlung zu schützen. Der Unternehmer Karl-Heinz Meyer lebt seit 3 Jahren in einem 200 Quadratmeter großen Loft. Genießen kann er es nicht. Hält er sich länger in der Wohnung auf, kribbeln seine Beine und der Kopf schmerzt. Könnte eine hohe Strahlendosis durch elektrische Geräte die Symptome auslösen? Das soll Dieter Kugler herausfinden. Als erstes nimmt der Berater die schnurlosen Telefone ins Visier. Das sind über 20.000 Mikrowatt. Schauen wir das drauf. Wo ist denn das eingesteckt? Kannst du es mir ausstecken? Stecken wir bitte aus. Weg ist. Ja. Aus. Karl-Heinz Meyer benutzt die Telefone schon seit mehreren Jahren. Seine Gesundheitsprobleme traten aber erst in seiner neuen Wohnung auf. Ich habe Schlafstörungen, Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen. Und es gibt eigentlich keine Erklärung aus meiner Sicht, die dazu jetzt führen könnte, außer dass ich vielleicht doch einen Elektrosmog hier im Haus habe. Alle Geräte strahlen unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte. Es gibt viele Menschen, die reagieren auf erhöhte Funkstrahlung überhaupt nicht. Die sitzen in der Nähe vom WLAN-Routern, sie sitzen in der Nähe von diesen Telefonen, haben keine Probleme. Aber es gibt eben Menschen, die sind sehr empfindlich. Und meine Erfahrung ist, auf Dauer kriegt jeder fast ein Problem mit diesem Telefon. Das kann Jahre dauern, bis einfach der Körper nicht mehr mitspielt. Elektrosmog. Ein Kunstwort aus Elektrizität und Smog. Darunter versteht man vor allem elektromagnetische Felder, die von Geräten wie Kaffeemaschinen, Toastern, Kühlschränken und Laptops ausgestrahlt werden. Diese Strahlen, so der Vorwurf der Kritiker, verschmutzen unsere Umwelt und gefährden unsere Gesundheit. Aber was sind diese elektromagnetischen Felder eigentlich? Dazu zählen zunächst die Stromversorgung der Bahn und alle technischen Geräte und Einrichtungen in unseren Wohnungen und Büros. Der Rundfunk, das Fernsehen und schnurlose Telefone nutzen ebenfalls hochfrequente elektromagnetische Felder. Auch die immer schon umstrittenen Mikrowellenherde. Für den stärksten Strahlungsanstieg ist jedoch der Mobilfunk verantwortlich. Strahlung ist aber auch Bestandteil der natürlichen Umwelt. Das für unser Auge sichtbare Licht ist elektromagnetisch. Röntgen- und Gammastrahlen haben extrem kurze Wellen mit vergleichsweise hoher Energie. Sie können DNA-Moleküle trennen und sind definitiv schädlich.
Die Energie der Handystrahlung reicht dafür nicht aus. Ihr konnte bisher lediglich eine Wärmewirkung nachgewiesen werden. Können die Handystrahlen dem Menschen trotzdem schaden und zum Beispiel den Schlaf stören? Oder darf man das Gerät unbesorgt auf dem Nachttisch liegen lassen? An der Charité in Berlin will Heidi Danker-Hopfe eine Antwort auf diese Frage finden. Sie ist Humanbiologin am Kompetenzzentrum für Schlafmedizin. Die Probanden, 30 Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. In einem abgeschirmten Raum werden sie nachts mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt. Sie entsprechen den gängigen Mobilfunkfrequenzen GSM und UMTS. Die Strahlung wird so dosiert, als würde der Proband 8 Stunden im Schlaf telefonieren. Doch die elektromagnetischen Wellen sind nur in der Hälfte der Nächte aktiv. So können die Wissenschaftler vergleichen, was macht das Gehirn, wenn die Wellen da sind, und was, wenn sie nicht da sind. Das Ergebnis? Unter Dauerbestrahlung verkürzt sich die Einschlafphase um einige Minuten. Wir können sagen, dass weniger von diesem Leichtschlafstadium eigentlich ein Hinweis darauf ist, dass der Schlaf besser ist. Es gibt tiefere Schlafstadien. Von diesem Leichten haben wir weniger. Trotzdem schlafen die Probanden im Durchschnitt immer gleich lang. Alle Befunde sind nicht darauf hinweisend, dass bei diesem elektromagnetischen Feldern der Schlaf gestört sein könnte. Es gibt diese leichten physiologischen Veränderungen, aber die können wir eigentlich nicht im Sinne einer Schlafstörung interpretieren. Cornelius, wir machen jetzt noch einen Test zur visuellen Folgereaktion. Versuchen Sie, den Zeiger so genau wie möglich in 12 Uhr Position zu stoppen. Der Reaktionstest soll nachweisen, ob Handystrahlung unsere Gehirnfunktion im Wachzustand beeinflusst. Unter dem Auftreten vorliegender elektromagnetischen Felder sind Reaktionen etwas schneller erfolgt, als wenn diese Felder nicht da waren. Bei keinem der Experimente stellen die Forscher eine schädliche Wirkung der Wellen fest. Weder im Schlaf noch im Wachzustand. Doch die Aussage gilt nur für diese Studie, in der die Probanden lediglich 10 Nächte bestrahlt wurden. Und das maximal 8 Stunden am Stück. Aber was ist mit Langzeitfolgen? Schließlich nutzen wir das Handy oftmals über Jahrzehnte. Dazu kommen im Frühjahr 2014 die neuesten Erkenntnisse aus Bordeaux. Forscher haben gefragt, gibt es ein Gesundheitsrisiko, wenn man jahrelang und mehrere Stunden am Tag mobil telefoniert? An der Universität veröffentlichen die beiden Wissenschaftlerinnen Isabelle Baldi und Gaëlle Coureau das Ergebnis einer fast 10-jährigen Untersuchung. Das Ziel war festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Wellen und Tumoren im zentralen Nervensystem gibt. Wir haben uns dafür mit den häufigsten Tumoren befasst, den Gliomen, die bösartig und aggressiv sind, und mit den Meningiomen, die ebenfalls häufig vorkommen, aber gutartig sein können und weniger aggressiv sind, weniger streuen. Für den Versuch wählen die Forscherinnen knapp 450 Patienten aus. Die Betroffenen leiden an einer der beiden Tumorarten, an den bösartigen Gliomen des Hirngewebes oder an krankhaften Veränderungen der Hirnhaut, Meningiom genannt. Könnte die Handynutzung für diese Hirntumoren verantwortlich sein? Zusätzlich zu den Betroffenen befragen die Wissenschaftlerinnen auch 900 Personen aus der Bevölkerung. So können sie das Hirntumorrisiko berechnen. Das statistische Ergebnis ist brisant. Für Langzeit- und Vieltelefonierer ist Handystrahlung tatsächlich gefährlich.
Hatten die Personen in ihrem Leben über 900 Stunden telefoniert, war ihr Risiko erhöht. Sie hatten ein dreifach erhöhtes Risiko für Gliome. Und die Personen, die durchschnittlich 15 Stunden pro Monat telefoniert hatten, hatten ein vierfach erhöhtes Risiko für Gliome. Für Normaltelefonierer, da sind sich die Wissenschaftlerinnen sicher, besteht kein erhöhtes Tumorrisiko. Die Hirntumorpatienten hatten oft mehr als 18.000 Anrufe in ihrem Leben getätigt und das Telefon meist an ein und dasselbe Ohr gehalten. Wir haben die Teilnehmer auch gefragt, auf welcher Seite sie das Mobiltelefon benutzt haben, um festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen dieser Seite und der Seite des Tumors gibt. Wie auch in anderen Studien haben wir festgestellt, dass es tendenziell mehr Tumoren auf der Seite der Handynutzung gibt. Ein Beweis für die Schädlichkeit der Strahlung? Viele Anwender sind inzwischen verunsichert, denn das Handy dient längst nicht mehr nur zum Telefonieren. Moderne Smartphones sind Multifunktionsgeräte, die manche von uns kaum noch aus der Hand legen. Der Verkauf von Mobiltelefonen hat vor 30 Jahren begonnen. Damals waren die Geräte alles andere als handlich und wurden als Knochen verspottet. Eine Akkuladung reichte gerade mal für eine Stunde Betrieb. Was in den 80ern und 90er Jahren folgte, ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Mit Miami Vice und Magnum kamen die Handys in die Wohnzimmer der Bürger und wurden zum Inbegriff für Mobilität und Fortschritt. In Schweden erkannte die heimische Industrie das Potenzial besonders schnell und baute das Mobilfunknetz in Rekordzeit aus. Bald gab es mehr Handys als Einwohner. Kurz darauf veröffentlichte der Onkologe Lennart Hardell eine aufsehenerregende Studie. Was wir sehen ist, dass nach 10-jähriger Handynutzung ein erhöhtes Risiko für Gliome und auch für Tumoren besteht. Wir können sehen, dass das Risiko für die Tumoren sogar ein bisschen höher ist. Aber das höchste Risiko hat man, je länger man ein Mobiltelefon verwendet hat. Das Problem ist natürlich, dass alle ständig der Strahlung ausgesetzt sind. Auch wenn das Risiko individuell gering ist, wird es viele Fälle geben, denn jeder ist der Strahlung ausgesetzt. Nach Hardell haben Telefonierer, die seit 20 bis 25 Jahren drahtlose Geräte nutzen, eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, an einem Tumor zu erkranken. Der Strahlenbiologe Alexander Lerchel lehnt Hardells Studie ab. Er geht auf die Barrikaden, wenn Forscher behaupten, Handystrahlung verursache Krebs. Der Streit zwischen den Wissenschaftlern ist eigentlich ein Glaubensstreit. Viele meinen, dass es keine Effekte gibt von elektromagnetischen Feldern. Einige glauben, dass es solche Effekte gibt und tun alles, um das zu beweisen. Und das geht zum Teil auch sehr in die Emotionen, dass dann die Brocken fliegen sozusagen, also dass Wissenschaftler sich als Lügner bezeichnen und andere als, dumm. Also da fliegen die Brocken schon ganz schön tief. Lerchel hält sogenannte epidemiologische Studien für extrem fehleranfällig, da sie lediglich auf Befragungen beruhen. Mehrere Publikationen seiner Forscherkollegen mussten korrigiert oder zurückgezogen werden, weil Lerchel ihnen Ungenauigkeit nachweisen konnte. Methodenkritik unter Wissenschaftlern. Die Hardell-Studien sind zum einen relativ unplausibel, weil sich aufgrund dieser Studien eigentlich ergeben müsste, dass die Hirntumorrate weltweit sehr stark angestiegen sein müsste, was sie definitiv nicht ist. Das zweite ist, dass die Inzidenzraten relativ hoch sind, verglichen mit anderen Studien. Und auch, dass die Responseraten, wie wir sagen, also der Anteil der Fragebögen, die zurückgekommen sind, ungewöhnlich hoch sind. Das ist auch für solche Studien mit Fragebögen sehr unwahrscheinlich und ist auch von anderen nicht berichtet worden. Also das sind, ich würde mal sagen, Merkwürdigkeiten, die aber auch von anderen Wissenschaftlern gesehen werden. Jeder, der die Handystrahlung wissenschaftlich untersucht, sticht in ein Wespennest. Ein Wissenschaftsstreit beginnt. Es gibt zwei Lager.
Die einen halten die Technologie für absolut unschädlich, andere bezeichnen das Telefonieren als einen gigantischen Feldversuch an einer ahnungslosen Bevölkerung. So wie Ole Johansson. Ich will unterstreichen, dass Lennart Hardell nie behauptet hat, dass Handynutzung zu Krebs führt. Er hat aber gezeigt, dass es über längere Zeit und je nachdem, wie das Handy gehalten wird, einen statistischen Zusammenhang gibt. Es mag sein, dass dieser nur gering ist. Und es mag sein, dass der Tumor, von dem wir hier reden, nämlich der Hirntumor, sehr selten ist. Aber er hat einen langfristigen statistischen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Neuerkrankungen an Hirntumoren und der Nutzung von Handys nachgewiesen. Seit Ende der 70er Jahre erforscht Ole Johansson die Wirkung elektromagnetischer Felder. Damals wurde vermutet, dass Computer- und Fernsehbildschirme die Zellen schädigen können. Heute plädiert der Neurobiologe dafür, auch mögliche Folgeschäden der Handynutzung zu berücksichtigen. Wir Forscher sehen die großen Risiken in ganz anderen Bereichen. Da geht es um die Auswirkungen auf Moleküle und auf Zellen, auf Pflanzen und Bakterien, auf unser Immunsystem und vor allem die Schäden, die man an unserem Erbgut entdeckt hat. Dies sind Schäden, die, wenn sie weitervererbt werden könnten, dramatische Auswirkungen auf die Menschheit haben könnten. Und die größten Sorgen erregen die Forschungen, die Auswirkungen auf Spermien, Eizellen und die Fertilität, also die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, nachweisen. Aber auch hier widersprechen sich anerkannte Studien. Die einen geben pauschal Entwarnung, andere weisen Vieltelefonierern eine verminderte Fruchtbarkeit nach. Wer hat recht? Auf welche Untersuchungsergebnisse ist Verlass? Bei Sarah Driessen am Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit in Aachen laufen alle Fäden zusammen. Ihr Team aus Ingenieuren, Biologen und Medizinern wertet die mehr als 1000 Studien aus, die seit Mitte der 90er Jahre zur Gefahr des Mobilfunks durchgeführt wurden. Bisher gleicht die Forschung einem Fass ohne Boden. Wir sammeln die und versuchen die in verschiedene, ich sag mal, Schubladen zu ordnen und auch zu kategorisieren, sodass man eigentlich einen guten Überblick bekommt, zu welchem Thema gibt es welche Studien. Zig Millionen Euro flossen in Forschungsprogramme. Bürgerinitiativen wurden gegründet, Behörden berieten intensiv. Beim Thema Handystrahlung prallen verschiedenste Interessen aufeinander. Praktisch jeder ist betroffen und hat eine Meinung. Doch die wenigsten wissen, wie Mobiltelefonieren überhaupt funktioniert. Um Sprache und Geräusche versenden zu können, wandelt das Handy diese in digitale Signale um. Die Signale werden dann als Funkwellen zur nächsten Mobilfunkbasisstation geschickt. Alle Basisstationen zusammen bilden unser Mobilfunknetz. Anschließend führt der Weg zur Vermittlungsstelle. Dort werden alle Daten dem richtigen Gesprächspartner zugeordnet, per Kabel an die nächstgelegene Basisstation geleitet und wieder als Funkwellen an das entsprechende Handy ausgesendet. Das Mobiltelefon entschlüsselt die Signale und gibt sie als Sprache und Geräusche über den Lautsprecher ab. Jedes Mobiltelefon strahlt unterschiedlich stark, abhängig von der Bauart und der Verbindungsqualität. Der gesetzliche Strahlungsgrenzwert, auch SAR-Wert genannt, soll verhindern, dass sich einzelne Körperpartien um mehr als 0,1 Grad erwärmen. Handyhersteller und Netzbetreiber müssen ihre Geräte prüfen lassen, bevor sie auf den Markt kommen. Nur dann erhalten sie eine Zulassung. Ingenieur Matthias Geißler vom Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik liefert die notwendigen Daten. Hier wird der gesetzlich festgelegte Grenzwert für Handys und Smartphones von 2 Watt pro Kilogramm überprüft. Die meisten Handys haben inzwischen Werte, die weit darunter liegen, denn die Abstrahlung ist verlorene Energie, die die Akkuleistung mindert.
Der optimale Fall wäre, dass auch in so einem Szenario, wo das Mobiltelefon direkt am Kopf sich befindet, möglichst die komplette Abstrahlung jetzt in den Außenraum geht und nicht in den Kopf. Es gibt heute sehr viele technische Möglichkeiten, um in diese Richtung zu arbeiten. Und dort, wo diese technischen Ansätze auch sehr konsequent umgesetzt werden, da sieht man das auch an den entsprechenden Messergebnissen. Dann hat man also sehr geringe SRR-Werte und auch sehr gute Übertragungsqualität. Für jedes einzelne Handymodell muss ermittelt werden, wie viel Energie des Gerätes vom menschlichen Körper absorbiert und in Wärme umgewandelt wird. Weil es unmöglich ist, die tatsächliche Erwärmung im Kopf zu messen, geht man einen Umweg über eine aufwendige Simulation. Dabei werden die verschiedenen Anwendungen wie E-Mail, Telefon oder SMS gleichfalls berücksichtigt. Für den SRR-Wert spielt es keine Rolle, ob es ein Telefonanruf ist oder ob es eine Datenverbindung ist. Das ist für die Höhe des SRR-Wertes vollkommen irrelevant. Zum Beispiel, ich benutze das Telefon beim Telefonieren am Kopf und gleichzeitig kommt über WLAN, wo das Telefon auch eingebucht ist, eine E-Mail rein oder ein Datenverkehr findet statt. Das wird bei den SRR-Messungen natürlich auch berücksichtigt, insofern, dass die einzeln gemessenen SRR-Werte für jeden Service dann aufaddiert werden. Auch unter diesen Umständen muss der Grenzwert eingehalten werden. Aber sind die Grenzwerte niedrig genug? Für die Sicherheit muss in Deutschland das Bundesamt für Strahlenschutz garantieren. Dirk Gschwendtner ist Diplom-Ingenieur. Zusammen mit einem Expertenteam überprüft er regelmäßig, ob die bestehenden Grenzwerte ausreichend sind. Ja, einige Menschen haben wahrscheinlich Angst vor diesen Wellen, weil man sie nicht sehen kann. Man kann sie auch nicht spüren. Dennoch ist es so, dass man sie messen kann und es gibt Grenzwerte, die festgelegt sind. Und wenn diese Grenzwerte eingehalten sind, dann haben wir keine Kenntnisse darüber, dass es zu gesundheitlichen Effekten kommen kann. Also alles sicher? Ja und nein. Ein Restrisiko kann niemand ausschließen. Auch nicht die Wissenschaftler am Bundesamt für Strahlenschutz. Daher empfiehlt die Behörde Vorsorgemaßnahmen. Dirk Gschwendtner demonstriert, wie sich die Belastung so weit wie möglich reduzieren lässt. Also was man hier sehen kann, ist, dass der SRR-Wert sehr stark sinkt, schon wenn man das Gerät nur wenige Zentimeter vom Kopf entfernt. Und deshalb empfehlen wir, dass man zum Beispiel mit dem Headset telefoniert oder mit einer Freisprecheinrichtung, dass man sich vor dem Kauf eines neuen Gerätes über den maximalen SRR-Wert des Gerätes informiert und dann ein Gerät aussucht, das einen möglichst geringen SRR-Wert hat. Generell sollte man auf Handygespräche verzichten, wenn der Empfang schlecht ist. Im geschlossenen Auto zum Beispiel steigt der Strahlungswert massiv an. Denn hier muss das Handy seine Sendeleistung erhöhen, um den Metallkäfig des Autos zu durchbrechen. Um strahlungsärmere Modelle zu entwickeln, stecken die Hersteller von Mobiltelefonen viel Geld in die Forschung. Ihr Hauptinteresse gilt dabei aber wohl weniger der Gesundheit der Kunden als einer Optimierung ihrer Produkte. Schließlich soll während eines Telefonates keine Energie unnötig verstrahlen. Ziel ist es, Sendequalität und Akkuleistung zu erhöhen. Eine Technologie des Fraunhofer Instituts für grafische Datenverarbeitung vereinfacht Handyherstellern den Bau strahlungsärmerer Geräte. Die Forscher haben eine innovative Software entwickelt. Sie ist in der Lage zu zeigen, wie weit die Strahlung eines Mobiltelefons in den menschlichen Körper eindringt. Den Herstellern bietet diese Visualisierung ganz neue Möglichkeiten. Sie können jetzt schon bei der Planung eines neuen Gerätes die Strahlung überprüfen und diese reduzieren, indem sie Bauteile anders anordnen oder das Design der Handys leicht modifizieren.
kannst du mal rumdrehen, die Ebene, wird er dann richtig rum. Oder? Unterschiedliche Körperteile wie Knochen, Hirngewebe oder Muskeln reagieren unterschiedlich auf elektromagnetische Wellen. Die Software ist in der Lage, die Wärmeentwicklung der jeweiligen Körperstellen zu berechnen. Dadurch können die Wissenschaftler genau sehen, wie die Strahlung in den Kopf gelangt, wie sie sich in den verschiedenen Teilen des Schädels ausbreitet und wo sie sich ungünstig häuft. Auf diese Weise können Hotspots ermittelt und durch kleine Veränderungen der Handybauteile vermieden werden. Handyabstrahlung bezüglich eines Kopfes und die Wellenausbreitung da dazu. Macht da mal die Animation. Ein großer Vorteil der Software ist, dass die Mobiltelefoningenieure ihre Ideen schon im Entwicklungsstadium überprüfen können. Lange bevor sie einen Prototypen herstellen. Noch nie war es so leicht wie heute, strahlungsarme Geräte zu produzieren. In den 90er Jahren machten sich die Verbraucher kaum Gedanken um Grenzwerte. Im Gegenteil, die Öffnung der europäischen Telefonmärkte und die Entwicklung immer günstigerer Endgeräte führten zu einem wahren Boom und zu damals neuen technischen Raffinessen. Bluetooth, zu Deutsch Blauzahn, ist eine ganz neue drahtlose Funktechnik. Mit der Einführung des Short Message Services, kurz SMS, verändert sich auch das Kommunikationsverhalten. Außerdem werden die Handys kleiner und bekommen immer mehr Funktionen. 2001 erobern die ersten Kamera-Handys den Markt. Ab 2002 können auch Bilder und Videos versendet werden. Heute ist das Handytelefon, Minicomputer, Kalender, Kamera, Routenplaner und MP3-Player. Und das alles in einem. Aber Sicherheit, ob diese permanente Dauernutzung, insbesondere für junge Menschen, unschädlich ist, kann auch Alexander Lerchel nicht geben. Sein Dilemma? Man kann in der Forschung nie beweisen, dass etwas nicht da ist. Bei seinen eigenen Forschungsexperimenten hat er Ratten und Mäuse unterschiedlich starker Handystrahlung ausgesetzt. Wir haben in einem Versuch sehr junge Ratten im Alter von bereits 2 Wochen, das entspricht bei Menschen einem Alter von etwa 3 Jahren, relativ starken elektromagnetischen Feldern ausgesetzt, die bei Menschen gar nicht vorkommen und natürlich auch geringeren Expositionsstärken und konnten über lange Zeit bis zum Ende des Lebens dieser Tiere keine Veränderungen hinsichtlich des Verhaltens und vor allen Dingen auch keine schädlichen Effekte auf das Lernverhalten und auf die Gedächtnisleistungen dieser Tiere feststellen. Das ist für uns ein beruhigender Befund, weil wir damit zeigen konnten, dass offensichtlich die Entwicklung des Gehirns nicht durch relativ starke elektromagnetische Felder behindert oder geschädigt wird. Lerchel wollte zudem ausschließen, dass die elektromagnetischen Felder erst über Generationen eine schädliche Wirkung entwickeln könnten. Dazu hat er weitere Versuche mit Mäusen durchgeführt. In diesem Versuch haben wir Mäuse über 4 Generationen solchen elektromagnetischen Feldern, wie sie vom Handy ausgestrahlt werden, ausgesetzt und haben geschaut, ob die Tiere krank sind, ob sie sich eventuell weniger vermehren als andere Tiere, die nicht bestrahlt worden sind, und konnten über 4 Generationen, das ist der weltweit größte Versuch in dieser Hinsicht, keine Veränderungen feststellen, die darauf hinweisen, dass es gesundheitliche Beeinträchtigungen in diesem Versuch gibt. Epidemiologie ist der wichtigste Forschungsteil, wenn es um eine Risikobewertung der menschlichen Gesundheit geht, weil wir unsere Untersuchungen mit Menschen machen und nicht mit Tieren im Labor oder mit Zellforschung. Denn es ist fraglich, inwieweit Versuche mit Tieren überhaupt auf den Menschen übertragbar sind. Was bleibt, ist eine diffuse Angst. Sind wir vielleicht so naiv und leichtsinnig wie vor 50 Jahren, als Röntgenapparate stundenlang eingesetzt wurden?
unter anderem in Schuhgeschäften zur Ermittlung von Schuhgröße und Passform? Auch beim Bau mit Asbest waren wir naiv. Es dauerte Jahrzehnte, bis es zum Verbot kam. Wiederholt sich die Geschichte jetzt bei der Handystrahlung. Der geobiologische Berater Dieter Kugler weiß, wie sehr seine Kunden unter der vielfältigen Strahlung leiden. Haben Sie WLAN aktiviert? Ja. Kannst du das? Habe ich immer. Das macht ja jetzt. Alle 20 Sekunden spätestens, ja, hört er wieder. Mhm. Und zwar mit beachtlichen Größenordnungen, Werten von bis 35.000 Mikrowatt. Schalte es doch mal bitte das WLAN ab. Okay. Und? Ruhe. Ruhe. Nichts mehr. Und wieder knattert Dieter Kuglers Messgerät bedrohlich. Diesmal kommt die Strahlung vom WLAN-Router. Auch wenn ihn Karl-Heinz Meyer im Moment nicht nutzt. Merkst du das? Ich habe jetzt hier über 20.000 Mikrowatt. Wenn Sie das WLAN eingeschaltet haben, haben Sie hohe Werte. Und damit das nicht passiert, WLAN immer abschalten, wenn ich es nicht brauche, gilt auch für Bluetooth. Ganz einfach. Und dann gibt es neue WLAN-Router, die schalten automatisch ab, wenn Sie nicht mehr ansprechen. Und Sie können sogar die Leistung regulieren, sodass Sie auf den Raum angepasst so wenig als möglich Leistung aufbauen. Auch beim Bundesamt für Strahlenschutz melden sich regelmäßig verunsicherte Bürger, die im Dickicht der Forschungsergebnisse Rat suchen. Gunde Ziegelberger ist Biologin und muss Antworten geben. Dafür arbeitet sie in einem Team von 12 Wissenschaftlern. Gemeinsam verfolgen sie Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt. Es gibt einzelne Wissenschaftler, aber das sind halt einzelne Meinungen. Und es ist sehr schwer, das ganze Gebiet der Veröffentlichungen zu überblicken. Das heißt, man sollte mehr auf Meinungen geben, wenn tatsächlich Biologen, Dosimetrieexperten, Epidemiologen, Mediziner beieinandersetzen und zusammen die Gesamtheit der Literatur und Veröffentlichung bewerten. Kommen Studien zu bedenklichen Ergebnissen, lässt das Bundesamt mit eigenen Untersuchungen nachforschen. Im Zeitraum zwischen 2002 und 2008 hat die Behörde 54 Studien in Auftrag gegeben. Kosten 17 Millionen Euro. Die Hälfte der Gelder bezahlt die Industrie. Immer wieder gibt es Vorwürfe, Forschungsergebnisse würden von den Unternehmen beeinflusst. Um das zu verhindern, stellt das Bundesamt sicher, dass die Geldgeber aus der Industrie keinen Einfluss darauf haben, welche Studien mit ihren Zuschüssen finanziert werden. Aber alle 54 Studien geben Entwarnung. Keine nachweisbare Gefahr durch Handynutzung. Auch nicht für das Erbgut des Menschen. Trotzdem geht die Forschung weiter. Noch nicht geklärt ist, ob von den Mobilfunkmasten eine Gefahr ausgeht. Viele empfinden diese Basisstationen als eine unsichtbare Bedrohung. Für seine besorgten Kunden untersucht Kugler jede Basisstation in der Umgebung. Für ihn sind die gesetzlichen Grenzwerte zu hoch. Zumindest für elektrosensible Menschen. Der Sender strahlt hier von oben im zum maximal 5 Grad Winkel nach unten. Das heißt, wir stehen noch in einem Bereich, der relativ gering belastet ist. Jeder Meter nach oben würde das also ganz gewaltig verschieben. Dann, wenn wir auf der Höhe des Masten wären, dann wären wir bei 10.000 bis 20.000 Mikrowatt. Und jetzt können Sie sich die Situation vorstellen, wenn Sie in der Stadt sind und Sie haben vis-à-vis auf dem Haus einen Sender. Und das ist leider sehr, sehr häufig, dann werden sie extrem eingestrahlt. In Deutschland wurden bisher über 71.000 Sendemasten aufgestellt, in Frankreich sogar über 87.000. Dabei sendet jeder Mobilfunkmast mit mehreren Frequenzen. Der GSM-Bereich überträgt hauptsächlich Sprache. Die UMTS- und LTE-Frequenzen hingegen übermitteln Dateninformationen wie Bilder und Videos. Die Internationale Strahlenkommission hat für jede dieser Frequenzen Grenzwerte festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen. Egal, ob gerade nur eine Person oder hunderte Nutzer über den Mast telefonieren. Oder ob sich jemand direkt neben dem Mast aufhält oder mehrere Kilometer weit entfernt ist.
E-Mail, SMS und das World Wide Web. Eine Selbstverständlichkeit in unserem Lebensalltag. Doch besteht eine Unsicherheit vor der unsichtbaren Strahlung der Mobilfunkmasten. Rund 35% der EU-Bürger halten Basisstationen für ein Gesundheitsrisiko. Die Leute, wenn die Angst haben vor den Basisstationen, dann ist es meistens, weil sie auch in dieser Umgebung leben, weil sie dann vielleicht auf dem Nachbarhaus eine Antenne haben und weil sie sich dann wirklich ganztägig und auch in der Nacht diesen Feldern ausgesetzt fühlen. Und das ist ja auch so. Und ich denke, dass diese Machtlosigkeit da auch noch eine Rolle spielt. Weil beim Handy kann ich selber entscheiden, wann ich damit telefoniere und wie viel ich damit telefoniere. Natürlich ist da die Exposition viel, viel, viel höher in dem Augenblick, halt, wo ich telefoniere, als zu einer Basisstation. Aber die Basisstation ist halt auch immer da. Doch sind Basisstationen eine echte oder gefühlte Gefahr? Das sollte 2007 ein Experiment der Berliner Charité klären. Die Forscher suchten 10 Dörfer in Deutschland, die in einem Funkloch liegen. Kein Handyempfang, kaum Radio- oder Radarwellen. Dort stellten sie mobile Sendemasten auf. Wir haben in der Hälfte der Nächte den Sendemast in Betrieb gehabt und in der Hälfte der Nächte hatten wir ihn nicht in Betrieb. Und ein Vergleich der Schlafqualität sowohl der gemessenen als auch der subjektiven hat keine Unterschiede erbracht zwischen der Sendemast war aktiv und er war nicht aktiv. Trotzdem klagten einige Teilnehmer über schlechten Schlaf, seitdem der Mast aufgestellt worden war. Wie konnte das sein? Vor dem Experiment hatten die Wissenschaftler die 400 Anwohner befragt, was sie über Mobilfunkmasten denken. Die Personen, die meinten, ja, der könnte ja eventuell einen Einfluss auf meine Gesundheit haben, die haben einen messbar schlechteren Schlaf gehabt, auch wenn dieser Sendemast gar nicht in Betrieb war. Das heißt, die Anwesenheit des Sendemastes kann zu einem schlechteren Schlaf führen, ohne dass es die elektromagnetischen Felder sind. Auch der Unternehmer Karl-Heinz Meyer leidet unter Schlafstörungen. Er befürchtet einen Zusammenhang mit dem Sendemast, der in nur 200 Metern Entfernung auf Augenhöhe zu seinem Schlafzimmer steht. Hinter Ihrer Fensterscheibe haben wir relativ geringe Werte. Hinter dem Rahmen Aluminium auch. Gehen wir mal weiter. Das ist die Wand. Man kann sich kaum vorstellen, dass durch die Wand so viel Strahlung geht. Jetzt machen Sie mal bitte die Tür auf. Weil Sie schlafen ja offen. Schlaf offen. Dieter Kogler benutzt Abschirmstoffe gegen die Strahlung. In dem Gewebe sind hauchdünne Metallfäden verarbeitet. Das ist niederschmetternd. Es gibt sicher Menschen, denen das nichts ausmacht. Ich gehöre da offensichtlich nicht dazu. Und ja, muss mir überlegen, was ich da an Maßnahmen ergreif, um mich zu schützen. Der Unternehmer will seine Wohnung jetzt abschirmen und abwarten, ob seine Symptome nachlassen. Selbstverständlich kann alles Mögliche auch dazu führen, wenn Sie einen schlechten Chef haben und der Sie dauernd stresst und piesackt, dann können Sie natürlich auch einen Burnout bekommen, wenn Sie arbeitsmäßig überlastet sind. Es kann aber genauso der WLAN-Sender neben Ihrem Kopf sein, der dazu führt. Oder das Schnurlostelefon oder das Handy. Also eine ganz einfache Vorgehensmaßnahme. Wir sollten uns endlich angewöhnen, in der Medizin ganzheitlich zu denken. Und ganzheitlich heißt, ich darf Elektrosmog nicht aussparen. Die Umweltbedingungen nicht aussparen. Und das wird leider zu häufig gemacht. In Frankreich ist die Medizin weiter. Auch renommierte Ärzte sind überzeugt davon, dass elektromagnetische Felder krank machen können und eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Professor Dominic Belpomme von der Klinik Al-Rehla-Brust hat über 1200 Patienten untersucht, die mit den gleichen Beschwerden zu ihm kamen. Ich behaupte, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und den klinischen Symptomen gibt, die wir als Elektrohypersensibilität bezeichnen. Der bekannte Krebsforscher vergleicht die Krankheit mit einer Allergie. Die Betroffenen würden hochsensibel auf elektromagnetische Felder reagieren. So wie diese Patientin, die unerkannt bleiben will.
Bevor Belpomme seine Diagnose stellt, lässt er die Betroffenen umfassend untersuchen. Dazu gehören Bluttests, Urinproben und Messungen am Gehirn mit einem Doppler-Ultraschall. Wir haben objektive Tests gemacht, die zeigen, dass das Gehirn durch Fehlbildungen in den Blutzellen mit Sauerstoff unterversorgt ist. Diese Anomalien zeigen uns, dass es sich tatsächlich um erkrankte Menschen handelt. Es sind exakt die gleichen Fehlbildungen, die man bei Versuchstieren festgestellt hat, wenn sie einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt wurden. Anders gesagt, man findet im menschlichen Krankheitsbild die gleichen Fehlbildungen, die bei Versuchstieren nachgewiesen wurden. Belpomme kämpft dafür, dass die Krankheit offiziell anerkannt wird. Denn die unzureichende Sauerstoffversorgung im Gehirn könnte gefährliche Folgen haben, glaubt er. Viele seiner Patienten tragen daher ein Tuch mit Metallfasern. Das soll die Strahlung auf das Gehirn reduzieren. Das häufigste Symptom der Erkrankten ist, dass sie kognitive Störungen haben, also einen Rückgang ihres Aufmerksamkeitsvermögens und ihrer Konzentrationsfähigkeit. Vor allem lässt aber ihr Kurzzeitgedächtnis nach. Wenn diese Störungen erheblich sind, lässt das einen Vorzustand von Alzheimer befürchten oder sogar schon den Anfang einer echten Alzheimer-Erkrankung. Aus Angst vor der Strahlung ziehen sich manche Betroffene in die Berge zurück. In den tiefen Alpentälern bei Grenoble gibt es noch einige Funklöcher. Seit 2008 leidet er unter den elektromagnetischen Wellen. Ich hatte ein normales Leben. Ich war Lehrer, eher technologieaffin. Und von heute auf morgen, innerhalb weniger Wochen, weniger Monate, bin ich elektrohypersensibel geworden. Und daher musste ich meine Arbeit, mein Haus, meine Familie verlassen, weil ich dort die elektromagnetischen Strahlen nicht mehr ertragen habe. Dann bin ich hierher gekommen. Seine Wohnung ist 100%ig strahlenfrei. Er verlässt sie nur selten. Kurz nachdem Philippe Tribadot die Krankheit bei sich festgestellt hatte, konnte er in den Vorruhestand gehen. Heute lebt er von einer kleinen Pension. Ich bin elektrosensibel, weil wenn ich in eine verstrahlte Umgebung gehe, dann brenne ich und dieser Schmerz ist sehr unangenehm. Es reicht aber, wenn ich diese Umgebung dann verlasse, damit der Schmerz wieder nachlässt. Wenn Sie Ihre Hand ins Feuer legen, sind Sie nicht allergisch gegen das Feuer. Sie brennen. Sie fragen sich nicht, ob Sie wirklich allergisch gegen Feuer sind oder nicht. Ihre Hand brennt und Sie ziehen sie zurück. Man ist elektrohypersensibel, weil man leidet. Elektrohypersensibilität ist ein Leiden. In Tribadots Wohnung gibt es keine elektrischen Geräte. Sein Festnetztelefon ist eine Sonderanfertigung aus Schweden. Der Schall kommt über ein Kabel mit Luft ans Ohr. Laut einer Schätzung gibt es in Frankreich 2000 Betroffene, die sich als elektrohypersensibel bezeichnen. Wir haben das Recht, ein Leben im Freien zu führen. Wir haben das Recht, ein normales Leben zu führen, ohne zu leiden. Es ist eine Schande, dass heutzutage tausende Menschen gezwungen sind, sich in Kellerräume, in Grotten zurückzuziehen und sie sich damit ihr eigenes Gefängnis bauen. Die Leute schirmen ihre Wohnung ab, sperren sich in ihrem eigenen Gefängnis ein. Wir haben nichts verbrochen. Niemand hat das Recht, uns zu zwingen, das Leben eines Gefangenen zu führen. Für die Betroffenen stellt sich die Frage, an welchen Orten ist die Belastung durch elektromagnetische Wellen am geringsten? Darüber streitet auch die Wissenschaft. Mögliche Hinweise kommen aus Bordeaux. In ihrer Langzeitstudie zum Krebsrisiko durch Handynutzung hat die Forscherin Gaëlle Corot auch gefragt, wo die Vieltelefonierer das Handy benutzten, im Stadtgebiet oder auf dem Land. In unserer Studie haben wir gezeigt, dass Menschen, die das Handy in der Stadt nutzen, ein höheres Risiko haben, einen Tumor zu entwickeln, als Menschen, die auf dem Land telefonieren. Man glaubt, dass viele Mobilfunkmasten dazu führen, dass das Handy ständig die Basisstation wechselt und dass es im Moment des Verbindungsaufbaus am meisten strahlt, weil die Exposition in diesem Moment am stärksten ist. Daher ist es möglich, dass man in einem urbanen Umfeld am stärksten belastet wird.
Für Menschen wie Philippe Tribadeau wird es zunehmend schwieriger, einen Ort ohne Elektrosmogbelastung zu finden. Denn die Mobilfunkanbieter bauen ihr Netz weiter aus. In diesem Tal in der Region Durban will er zusammen mit 160 anderen Betroffenen ein Rückzugsgebiet gründen. Sie nennen das Projekt Weiße Zone, ein Ort ohne Strahlung. Noch gehört das Gelände dem französischen Staat. Und die Idee hat einen entscheidenden Haken. Heute ist das hier noch keine weiße Zone. Es gibt hier Mobilfunkempfang und das Niveau ist zu stark für uns. Aber es ist möglich, die Richtcharakteristik der Antenne zu ändern, die diesen Ort bestrahlt, damit hier elektrohypersensible Menschen leben können. Man kann diese Zone in Anführungszeichen weiß machen. Auf einem nahegelegenen Bergrücken stehen die zwei Mobilfunkantennen, die das kleine Dorf Saint-Julien-au-Bouchain mit Handynetz versorgen. Freiwillig werden die Mobilfunkanbieter ihre Masten nicht verändern. Schließlich zahlen die Kunden für eine gute Netzabdeckung. Noch aber strahlen die Antennen auch in das Tal, in dem die weiße Zone errichtet werden soll. Der Staat muss uns helfen. Er muss die Mobilfunkanbieter zu diesem Experiment in Durban verpflichten, das elektrosensiblen Menschen, die nicht wissen, wohin sie gehen können, ein Leben ermöglichen wird. Es genügt ein Funke politischen Willens, um das zu erreichen. Aktuell gibt es diesen Willen noch nicht, die erste weiße Zone in Europa zu realisieren, weil es bis jetzt nirgendwo auf der Welt einen dauerhaften und vom Staat anerkannten Ort gibt, der Elektrohypersensiblen ein schmerzfreies Leben ermöglicht. Bisher ist das Phänomen in Deutschland und Frankreich nicht offiziell als Krankheit anerkannt. Biologe Alexander Lerchel vermutet ohnehin ganz andere Gründe hinter den Beschwerden der Betroffenen. Sie haben ein solches Krankheitsbild, das ist auch klar, und sie leiden darunter. Nur die Therapie kann nicht daran bestehen, sie von elektromagnetischen Feldern abzuschirmen, sondern die Therapie muss ursächlich erfolgen. Das heißt, dass diese Patienten einer Therapie zugeführt werden, die sie von diesen Ängsten befreit. Das scheint im Moment der Stand der Wissenschaft zu sein. Ganz anders in Schweden. Hier ist das Phänomen der Elektrosensibilität als Form einer Behinderung anerkannt, auch ohne medizinischen Beweis. Wer bestimmt, dass man nun in gewisser Weise behindert ist, ist die Person selbst. Ich bestimme, ob ich überempfindlich bin oder nicht. Und das unterstreicht die UNO stets, dass Behinderungen immer individuell und persönlich sind. Das kann niemand anderes bestimmen, sondern muss von der Person selbst ausgehen. Viele Wissenschaftler warnen vor einer Verharmlosung des bestehenden Restrisikos. Denn insbesondere die Wirkung auf Kinder ist noch nicht abschließend geklärt. Wenn man Menschen auf der Straße fragt, was ist das Gefährlichste, zum Beispiel an Handys oder an drahtlosen E-Books? Dann antworten die meisten, dass man Krebs davon bekommen kann. Aus Sicht der Forschung schätzen wir dieses Risiko nicht als besonders hoch ein. Auch wenn uns bewusst ist, dass die Weltgesundheitsorganisation schon 2001 niedrigfrequente elektromagnetische Felder als krebserregend klassifizierte und mit Leukämie bei Kindern in Verbindung brachte. Permanente Bestrahlung, WLAN-Netze, Handys oder Smartphones. Für Kinder in Großstädten unvermeidbarer Alltag. Und doch steht die Forschung nach möglichen Gesundheitsschäden ganz am Anfang. Es mangelt an Langzeitstudien. Die Kinder von heute sind die erste Generation, die ihr Leben lang von diesen Strahlen umgeben sein wird. Bei Kindern ist man noch sehr vorsichtig. Auch die Weltgesundheitsorganisation sieht einen großen Forschungsbedarf. Es gibt auch ein großes Projekt, was zu Kindern derzeit durchgeführt wird. Das ist das MobiKids-Projekt. Dort möchte man auch die Entwicklung von Tumoren oder Hirntumoren bei Kindern durch das Telefonieren untersuchen. Man denkt, dass Kinder empfindlicher sein könnten, weil natürlich die Abmessungen auch anders sind und weil das Gewebe dünner ist. Es könnte sein, oder es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Energie oder mehr Energie beim Telefonieren aufnehmen. Die Frage ist einfach, ob Kinder sensibler gegenüber Mobilfunk sind. Das könnte mehrere Ursachen haben, dass sie entweder sensibler darauf reagieren. Es könnte aber auch sein, dass sie stärker den Feldern ausgesetzt sind, weil einfach die,
der Kopf noch andere Dimensionen hat. Und vor allem, es ist halt die Generation, bei der wir rechnen, dass die halt lebenslang diese Technologie nutzen und daher über die Zeit vielleicht das Risiko, das Restrisiko sich erst zeigt. Allzu kritische Forschungsansätze sind der Mobilfunkindustrie ein Dorn im Auge. Das hat Ulle Johansson am eigenen Leib erlebt. Er wurde von der Institutsleitung aufgefordert, sein Büro zu räumen. Wir haben eine lange Zeit gekämpft, aber leider ziemlich erfolglos. Wir stießen schnell auf Widerstand in der Forschungswelt. Es war sozusagen gefährlich, diese ungefährlichen Geräte zu untersuchen. Mit solcher Forschung konnte man nicht punkten und man konnte keine Gelder bekommen, um weiterzuforschen. Weltweit besitzen 6 von 10 Menschen ein Handy. Weder Autos noch Kühlschränke oder Fernseher sind so verbreitet wie Mobiltelefone. Doch wie gefährlich die Strahlung tatsächlich ist, konnte bisher nicht beantwortet werden. Selbst wenn das Risiko relativ gering ist, hat man trotzdem den Eindruck, dem Ganzen sehr ausgesetzt zu sein. Und man weiß immer noch nicht, wie hoch das Risiko genau ist. Das macht Angst. Also ein einziger Bericht kann lebensrettend sein für die Menschheit. Deshalb ist es so wichtig, dass es immer weiter untersucht wird. Es ist möglicherweise krebserregend, aber das sind auch viele andere Stoffe, wie zum Beispiel Kaffee trinken oder bestimmte eingelegte Gemüsesorten. Das hilft keinem. Das alles wäre nur ein Streit zwischen Forschern, bliebe nicht dieses Gefühl von Unsicherheit, dass diese Strahlen schädlich sind. Das Risiko scheint kleiner als ursprünglich vermutet, aber nicht ausgeschlossen. Diese Wissenslücke ist Grund genug, die Forschung kontinuierlich fortzuführen. Denn Langzeitstudien sind der einzige Weg, die Gefahr seriös einzuschätzen.